Shanks ist der mysteriöseste Kaiser in One Piece. Er kann sehr schnell an verschiedenen Orten auftreten, er traf sich mit den Gorosei fast als wäre es ganz normal und er beschützte sogar einen anderen Yonko. Aber wieso? Ich glaube, ich habe ein wenig über das Geheimnis hinter Shanks Motivation herausgefunden und nach dem Intro erzähle ich euch mehr. Zunächst einmal denke ich, dass Shanks in einem vom Krieg heimgesuchten Land aufgewachsen ist. Ich bin zu diesem Schluss gekommen, da Shanks ein Mann ist, der Konflikte um jeden Preis vermeiden will. In Ruffys Heimatstadt, dem Windmühlendorf, handelte er nur, wenn jemand einen Freund von ihm verletzte. Er stoppte Kaido, um zu verhindern, dass der Marineford-Krieg außer Kontrolle gerät, damit die Welt nicht in weiteres Chaos gerät. Schon vorher hätte Shanks vorausgesehen, dass Blackbeard, jemand, der ihm eine bleibende Narbe verlieh, Ace schlagen würde, wenn sich die beiden gegenüberstehen würden, und dies würde zu einem katastrophalen Krieg führen. In der Darstellung von Shanks zeigte Oda ihn hauptsächlich beim Trinken und Feiern und malt ein Bild eines entspannten Mannes. Dies knüpft meiner Meinung nach an seine Vergangenheit als Waisenkind aus einem kriegführenden Staat an. Das ist nur reine Vermutung, darüber kann man streiten, aber Shanks kennt die Wahrheit über die Welt von One Piece. Er segelte eine Zeit lang mit Roger und ist einer der Yonko. Jetzt müssen wir uns an die Worte eines sterbenden Whitebeards erinnern. Und in Zukunft wird eines Tages jemand auftauchen, der die Geschichte all dieser Jahrzehnte auf dem Rücken trägt und diese ganze Welt zu einem Kampf herausfordert. Sengoku, ihr in der Weltregierung, alle fürchten diesen immensen Kampf, der die ganze Welt verschlingt und irgendwann kommen wird. Es ist mir egal, aber sobald jemand diesen großen Schatz findet, wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt und jemand wird es finden. Dieser Tag wird früher oder später kommen. Aus seinen letzten Worten und dem Flashback wissen wir, dass Whitebeard das Geheimnis hinter der Welt von One Piece kannte. Dies lässt uns sagen, dass Shanks, auch wenn er dieses Geheimnis nicht kennt, jetzt sicher ist, dass das Finden von One Piece zu einem Krieg führen wird. Da Whitebeard der Name der Ära war, müssen seine Worte vertrauenswürdig sein. Und Shanks hat Angst vor diesem Krieg. Er will es um jeden Preis vermeiden. Und was würde ein Mann wollen, der diesen Krieg vermeiden will, dass das One Piece nicht gefunden wird? Er lehnt den Piratenkönig quasi ab. Was ist mit seinem Mentor Roger passiert, als er das One Piece gefunden hat? Er starb. Er verlor seinen Mentor, vielleicht seine Vaterfigur, weil er das One Piece verfolgte. Shanks möchte also nicht, dass es einen weiteren Piratenkönig gibt. Eine Sache, die man sagen könnte, ist, dass Rogers Tod nichts mit dem Finden des One Piece zu tun hatte. Shanks könnte es jedoch nicht so sehen, oder selbst wenn er es tun würde, wäre es nicht unmöglich zu glauben, dass in einem Krieg, der durch das Finden des One Piece verursacht wird, viele seiner Freunde, unter anderem sein Schützling, sterben würden. Er würde in die kriegszerrissene Hölle hineingezogen werden, in der er lebte, als er jung war. Was will Shanks aber nun wirklich? Wie kommt der Yonko ins Spiel? Was will er von der Weltregierung? Und was noch wichtiger ist, was ist mit Ruffy? Shanks will der einzige Kaiser sein, der die neue Welt regiert. Ja, ihr habt richtig gehört. Er will der Kaiser sein, aber nicht der Piratenkönig. Er will mit der Weltregierung koexistieren. Er weiß, dass die Weltregierung alles tut, um einen Krieg zu verhindern und meistens nicht blutrünstig ist. Yonko hingegen sind aggressiv. Blackbeard und Big Mom erklärten offen, dass sie der Piratenkönig werden wollten. Kaido möchte, dass die ganze Welt in einen riesigen Krieg gerät. Big Mom versuchte, die ganze Windsmoke-Familie zu ermorden, um der Piratenkönig zu werden, und Blackbeard hat einen Yonko dafür getötet. Von all den gegenwärtigen und vergangenen Yonkos, von denen wir wissen, war nur Whitebeard ein friedlicher Kaiser, abgesehen von Shanks selbst. Er wollte den Status quo, nämlich den Frieden, intakt halten. Und deshalb hat Shanks ihn auch richtig beerdigt. Shanks traf sich mit den Gorosei, um während der Reverie über einen bestimmten Piraten zu sprechen. Ich denke, die Person von Interesse dort war Blackbeard, weil Shanks alle anderen Kaiser schlagen will und Blackbeard vergleichsweise der vielleicht schwächste unter den Yonko ist. Die Weltregierung ist nicht dumm. Sie wollen, dass der Frieden aufrechterhalten wird, also beachten sie Shanks Worte. Meiner Meinung nach möchte Shanks die Unterstützung der Weltregierung für seinen
Koexistenzplan. Mit Hilfe der Marine könnte er Blackbeard und dann Kaido und Big Mom schlagen, wird der Kaiser der neuen Welt und schafft eine Welt ohne Konflikte, ohne das One Piece finden zu müssen. Aber Shanks hat Ruffy seinen Hut gegeben. Genau, er gab Ruffy seinen Hut und wollte, dass Ruffy ihn erreicht und ein großartiger Pirat wird. Shanks hat Ruffy nie exklusiv gesagt, er solle der Piratenkönig werden. Er möchte, dass der Kandidat für den zukünftigen Piratenkönig, der wahrscheinlichste in seinen Augen, kein Piratenkönig wird, sondern jemand, der die neue Welt regiert. Er möchte nicht, dass die Büchse von Pandora geöffnet wird, um es besser zu sagen. Er will nicht den Krieg, der mit dem One Piece kommen wird. Er will nur Frieden und er wird alles tun, um das zu erreichen. Vom narrativen Standpunkt aus wird dies zu einem großen Konflikt zwischen Ruffy und Shanks führen. Ruffy muss sich entscheiden, ob er auf seine gut begründeten Argumente hört, ein Kaiser bleibt und seinen Traum, Piratenkönig zu werden, aufgibt oder gegen seinen Mentor um den Titel kämpft. So oder so ähnlich könnte ein Aufeinandertreffen und ein zukünftiger kommender Kampf zwischen Shanks und Ruffy zustande kommen. Shanks könnte Ruffy von diesem Plan erzählen und Ruffy muss sich dann entscheiden, ob er sich gegen die Ziele und Träume seines einzigen Idols und seinen Mentor stellt oder ob er seiner Ideologie vertraut und seinen eigenen Traum verwirklichen möchte. Natürlich ist das sehr viel Spekulation, aber da Shanks nun mal ein sehr mysteriöser Charakter ist und wir vieles noch nicht wissen, kann auch vieles in der Art noch eintreffen. Ich meine, niemand hätte zum Beispiel erwartet, dass Shanks sich mit den Gorosei treffen würde, bevor es geschah. So viele Plot-Twists und Geheimnisse können noch auftreten, die mit Shanks Hand in Hand gehen können. Aber lasst mir dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Denkt ihr, so ähnlich könnten die Motive von Shanks aussehen? Und wenn nicht, was denkt ihr, plant er wirklich? Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass er vergleichsweise anscheinend sehr viel friedvoller ist als die anderen Yonko. Eines ist sicher, Ruffy und Shanks werden sich eines Tages gegenüberstehen und höchstwahrscheinlich, möglicherweise, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich, gegeneinander antreten und kämpfen. Und Ruffy hat herausposaunt, dass er alle Kaiser, Shanks inklusive, besiegen möchte, um der Piratenkönig zu werden. Das würde aber nicht korrelieren mit den Zielen von Shanks, falls diese stimmen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos und Theorien dieser Art sehen wollt, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben, schreibt eure Meinung, wie schon gesagt, in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren für weitere tägliche Videos. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Und ich habe nicht mehr viel zu sagen. Habt noch einen schönen Tag, euer Kudo. Haut rein.